Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich bin unsichtbar. Juhu, ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall befinden wir uns wieder in unseren schönen, von euch erbauten Community UAC-Welt und es ist einiges geschehen. Ihr seht, ich bin in Tag Nummer 7 und wir werden heute 8, 9 und 10 auch noch abklappern, da in den letzten Tagen nicht wirklich mega viel hier verändert wurde, aber doch die einen oder anderen Sachen hier neu hinzugefügt werden. Und ich denke mal, wir können über alles Neue durchgehen. Ich denke mal, in der Luft haben wir jetzt nichts Neues, oder? Ihr kennt normalerweise den Heli und den Heißluftballon und das Schiff. Das hier ist neu, das ist einfach eine random Wand. Hier steht. Okay, also gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich sag zu dem Schild einfach gar nichts. Seht, hier gibt es ein kleines Endbiom. Passt jetzt an sich nicht hin, ne? Seht ihr irgendwie Nether, End und dann dort irgendwie Sand? Ja, kann man jetzt machen. Aber an sich sieht das schon ziemlich cool aus, oder? Würde ich jetzt schon sagen. Keine Ahnung. So ist das Fadenkreuz aber weg. Ich zeige einfach euch so alles. Doch, es ist schon ziemlich cool irgendwie. Also hier ist natürlich kein Endportal. Soll aber auch nicht hier sein. Und generell, wie gesagt, Portale im End oder Nether dürfen wir jetzt eh noch nicht gehen. Aber da, was gibt's denn hier? Hier sehe ich einen Kuchen für Hasenzahn. Oh, nice. Dankeschön, Louis. Ja, ihr braucht den eigentlich nicht unbedingt Kuchen hier hinstellen für mich. Damit ihr mich anlocken könnt, aber der ist schon gut, ne? Also auf so einen Kuchen hätte ich jetzt schon in Real Life auch ziemlich Bock, ne? So eine Kirschtorte wäre jetzt schon was Nices. Ich glaube, hier hat sich noch was verändert, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Dieses Wasser hier, was gebaut wurde, das jetzt sozusagen den Fluss repräsentieren soll. Ich denke mal, das ist gut gelungen. Doch, ist ziemlich schön, wie gesagt, man kann ja kein fließendes Wasser so lang fließen lassen. Aber an sich ist das schon eine coole Idee. Oh, da bin ich wieder sichtbar, juhu, man sieht meinen Skin wieder. Hier an dem Berg hat sich, glaube ich, nichts auch verändert. Und im Gebäude auch nicht, oder? Nö, ich glaube nicht. Das war schon immer so komplett leer. Wir können hier mal rausgehen. Aber was sich verändert hat, ist dieses Biom hier. Und zwar ein Pilzbiom. Genau, von den Bildern hier. Da steht eher das Schild. Das ist auch etwas seltsam. Passt. Also hier sollen, glaube ich, ja Ruinen entstehen oder sowas, ne? Der Eingang sieht schon mal cool aus hier zu den Ruinen oder was auch immer hier entstehen soll. Vielleicht auch eine Höhle, weiß ich nicht. Da hier die Höhle zu Ende ist mit diesem schwarzen Stein. Mal schauen, was hier entstehen wird. Ich weiß es ja schon, aber ihr wisst es vielleicht noch nicht. Und das wird noch interessant hier auf jeden Fall in der Gegend. Aber ich denke mal, das war's auch von allem Neuen. Eventuell ist das hier auch noch neu, ne? Der Boden ist jetzt aus Sand. Ich glaube, man hat in dem letzten Video noch nicht aus Sand. Ich denke mal, das ist ja das einzige Neue. Und ich denke mal, wir können auch schon zu Tag Nummer 8 joinen. Und damit herzlich willkommen in der achten Welt. Und ihr seht schon, einiges hat sich verändert. Ihr seht ganz, ganz krass diese Ecke vor allem hier hinten. Da hat sich was verändert. Aber ich glaube, auch im Luftraum hat sich auch ein bisschen was verändert. Und zwar gibt es jetzt hier einmal eine Sky-Insel, ja. Weiß ja nicht, warum jetzt sicher eine Sky-Insel ist, aber an sich sieht die ziemlich cool aus. Wie gesagt, mit den Barrels hier, wo nichts drin ist, hoffentlich, ne? Weil ab und zu habe ich ein paar geheime Blöcke hier gefunden, die man vielleicht nicht haben sollte. Aber ich glaube, an dem Schädel hat sich auch nicht viel verändert, oder? Außer hier drin die Deko. Ich wurde nämlich ein bisschen dran gebaut. Hier wurde anscheinend noch nicht gar nicht zugebaut. Zum Beispiel so ein Block, ne? Ja, cooler Block auf jeden Fall. Aber ihr seht schon, hier gibt es ein Netherportal. Und zwar wollen wir hier ein Netherportal bauen, einfach aus Deko-Gründen. Da haben wir noch ein paar Schwierigkeiten, weil wie gesagt, ein bisschen Nether und anzünden, alles Mögliche. Müssen wir schauen, wie wir das umsetzen. Haben wir jetzt einfach mit Barriereblöcken zugebaut. Das sind ein bisschen viele Barriereblöcke da drin. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seht schon, das integriert sich sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Aber da wird sich, wie gesagt, die nächsten Tage auch noch was ändern. Und ja, an sich passt das ziemlich gut hier rein. Die Idee, dass da einfach so ein Nether im Hintergrund ist, ist auch an sich nice. Vielleicht könnte man das Nether-Biom hinten größer machen. Dass es wirklich so ein riesiges Nether-Biom ist. Obwohl man halt einfach, wie gesagt, so ein kleines Portal durchschaut. Das wäre ein cooles Feature. Vielleicht kriegen wir das noch gebaut hin, mal schauen. Hier sind random irgendwo Schilder mal platziert, weiß ich auch nicht warum. Dieses Biom hier, was hier, glaube ich, mit Pilzen bebaut wurde, ist jetzt ein Garten geworden. Auch ziemlich cool irgendwie ein bisschen. Bisschen wenig hier, ne? Also in der Mitte ist ja zu viel Platz. Vielleicht wird da noch was entstehen. Und hier ist jetzt anscheinend ein Vulkan, ne? Da wird sich auch noch die einigen oder anderen Tage noch ändern. Hier ist komplett alles voller Lava. Mal schauen, was sich hier in der Ecke noch verändern wird. Aber am Spawn seht ihr schon diese coolen Büsche hier. Auch diese Bärenbüsche, die werden wir wahrscheinlich entfernen. Aber an sich sehr, sehr cool hier mit dem ganzen Wald. Ein bisschen Hecken oder sowas. Das fühle ich einfach komplett. Hier sind echt ein paar viele Schilder, ne? Wie gesagt, also wenn ihr Schilder platziert, bitte nur eins und nicht 800 pro Quadratmeter. Danke. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es zum Camping-Look passt. Und ich sehe da hinten schon im Augenwinkel schon wieder 800 Schilder. Ey, es ist aber. Also manchmal habt ihr irgendwas mit Schildern. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gibt es Schilderliebhaber hier auf der Welt. Auf jeden Fall hat sich hier nicht wirklich viel verändert. Ich glaube, diese Deko ist hier neu, oder? Dieser Kürbis hier. Diese Vogelscheuche. Passt eh zu Halloween, ne?
Aber ich denke mal, wir können wirklich schon auch zur nächsten Welt. Okay, wir befinden uns in der 9. Welt und ihr seht, ich habe diese Border entfernt. Also nicht ganz entfernt, sie ist einfach nur ganz nach oben. Und wenn ich nach oben schaue, seht ihr auch ganz viel Neues. Schauen wir erstmal uns unten alles an. Der Schädel bleibt alles gleich, wie es ist. Hier hat jemand einen ziemlich kaputten Baum gebaut. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich glaube, ein Unfall oder so. Ja, das ist, ja. Ne, wisst ihr selber. Auf jeden Fall ist hier der Boden ein bisschen entfernt worden. Weil da ist auch etwas passiert im Stream, wie gesagt. Wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt, wisst ihr eh Bescheid, ne? Glocke aktivieren, dann habt ihr die ganzen Streams immer in eurer Abo-Box. Hier drin hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, außer dass dieser gecheatete Block jetzt endlich weg ist. Aber an sich, ich glaube, hier in der Mitte ist diese Tafel weg, oder? Ich glaube, die war noch da. Die ist jetzt auf jeden Fall weg. Und der Eingang ist irgendwie breiter da drin, glaube ich. Hier am Spawn hat sich, glaube ich, eigentlich gar nichts verändert, bis auf, dass der Boden hier verändert wurde, ne? Ich glaube, der war nicht so aus Holz. Aber so an sich, wie gesagt, diese Ecke, ihr seht schon, ich mache das, glaube ich, auch noch im Video, einfach Vorher-Nachher-Bilder von Tag 1 bis 10 werde ich, glaube ich, irgendwo einblenden, vielleicht jetzt gleich nach dem Tag oder vielleicht am Schluss des Videos, einfach nur an die Leute, die sich dafür interessieren. Und ich würde einfach gerne sehen, wie das sich verändert hat, ist auf jeden Fall echt krass geworden. Hier seht ihr schon, das Zelda-Portal hat sich schon weiter ausgeweitet oder ausgebreitet, einfach nur, überall ein bisschen mehr Deko, ein bisschen mehr, Crying Obsidian, einfach allgemein Obsidian. Das Senderportal wurde, glaube ich, ein bisschen, genau, da sind jetzt ein paar Barriereblöcke weniger. Dieses Portal wird sich, wie gesagt, jeden Tag wahrscheinlich ein bisschen verändern, ein bisschen mehr Deko. Ich denke mal, hier ist diese Deko neu und dieser Felsen ist eventuell noch ein bisschen schöner geworden. Weiß ich nicht ganz genau mehr. Hier beim Vulkan hat sich ein bisschen mehr Lava ausgespaltet mit diesen Blöcken. Wenn wir nach oben fliegen, gibt es jetzt so Meteoriten, genau, die einfach rausschießen oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Oder generell einfach irgendwie Lava, die rausballert. Ja, sieht interessant aus, aber noch ganz zufrieden bin ich mit dem Vulkan noch nicht. Und ich glaube, das war auch alles am Boden, was neu ist. Und zwar haben wir wieder ein Luftschiff, was aber diesmal sogar ziemlich gut gelungen ist. Das andere, das weiße ist ja jetzt weg, ne? Dafür haben wir jetzt hier ein größeres, ein rotes, was sogar viel, viel besser aussieht als die anderen. Weil die einfach, wie gesagt, das einfach größer ist und es passt irgendwie vom Look her. Sogar noch besser zum Nether-Biom. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Vielleicht können wir daraus so eine Nether-Flotte bauen. Mal schauen. Wäre cool, deswegen so zwei kleinere Schiffe noch drüber kopieren. Geht ja alles mit Structure-Blöcken ganz easy. Was auch ganz easy sein wird, diese Meteoriten zu kopieren. Ich glaube, da wollte genau der Bilder, dass ich die Meteoriten woanders kopiere. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, die Meteoriten. Ne? Wie gesagt, Respekt. Vielleicht ein bisschen größer, mal schauen. Vielleicht kann ich hier größer auch machen. Was auch immer das hier ist, das weiß ich selber nicht. Ne? Hier ist ein Block. Einfach mal wegbauen. Das sieht aus wie ein UFO, aber ja, also mit ein bisschen viel Fantasie, glaube ich, würde ich sagen. Ne? Aber an sich ist das noch in Ordnung, aber was das da ist, das weiß ich echt nicht. Soll wahrscheinlich ein Luftschiff sei es schon sein, ein Heißluftballon wieder hinten sein, nur ist das ein bisschen sehr quadratisch praktisch gut. Es geht hier auf jeden Fall sehr, sehr rucki-zucki durch und einerseits freut es mich und andererseits auch nicht, weil ich würde euch gerne auch mehr zeigen, aber ich kann nicht mehr zeigen, aber ich habe noch eine Welt für euch parat. Und die seht ihr jetzt. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr neue Sachen in der Luft. Auch ziemlich seltsame Sachen. Auf jeden Fall gucken wir erstmal auf den Boden. Das Netherportal hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen verändert. Erkennt man wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber drin hat sich ein bisschen was verändert vom Boden, glaube ich, hier. Ein bisschen mehr Deko. Ich glaube, aber die Blöcke an sich haben sich jetzt nicht mehr verändert. Das hier hat sich auch alles eigentlich nicht verändert. Eventuell diese kleine Höhle, die ist mir nämlich aufgefallen, dass sie so ein bisschen reingeht. Sieht auf jeden Fall cool aus, das Detail. Habe ich jetzt, glaube ich, erst jetzt gesehen. Weil ich fliege mal die Welt ein bisschen durch, damit ich doch nochmal checke, ob das die richtige Welt ist. Und ihr seht, beim Vulkan hat sich wieder fast verändert. Wir haben jetzt hier einen Meteoriten, der von dort dahin kopiert wurde. Der geht jetzt genau auf den Vulkan oder vom Vulkan, wie auch immer, kann man jetzt ausdenken, wie man will. Wir haben jetzt unten bei dieser Lava ein bisschen mehr Details, ne? Zwar leider keine Lava, aber wir haben hier Details. Ein bisschen mehr Lagerfeuer, ein bisschen mehr Rauch. Der Vulkan ist auch ein bisschen deformierter, aber an sich, mal schauen, was aus dem wird. Ne? Wie gesagt, das wird sich ja jedes Mal immer ein bisschen verändern und es dauert ein bisschen, so einen Vulkan zu kreieren. Ja, mal schauen, wie lange das dauert. Und das ist auch, wie gesagt, auch die neueste Welt. Ich glaube aber, vom Boden her hat sich nicht mehr viel verändert, außer hier im Nether-Biom. Da ist jetzt eine kaputte Bastion. Sieht cool aus vom Deko. Vielleicht kann man die ein bisschen bastioniger machen, ne? Also ein bisschen mehr Wände, dass sie ein bisschen höher sind. Ich muss schon sagen, die Ruine ist schon sehr, sehr kaputt. Aber an sich erkennt man daraus eine Bastion und es gefällt mir auch, wie gesagt, mit der ganzen Deko, von diesen schwarzen Steinen, mit dem Golderz, allem möglichen. Genau, der Wurm, glaube ich, wurde zwischenzeitlich zerstört. Weiß ich nicht, ob ich euch es gezeigt habe. Der ist jetzt wieder akkurat. Ich glaube, das hier nicht ganz, aber mal schauen. Wird wahrscheinlich alles noch gefixt. Generell ist der Biom, bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ne? Am Anfang wäre ja nur dieser Wurm da, seit Tag 2 oder Tag 1. Aber jetzt haben wir einfach so ein riesiges Nether-Biom hier, was sogar bis ins Wasser geht. Ist meiner Meinung nach zu viel ein bisschen, also dass es zu weit geht.
Aber an sich ist es eine gute Idee, dass es hier so ein bisschen rüber geht. Ich glaube, hier drin haben wir wieder nichts. Na, wie gesagt, diese Höhle gefällt mir einfach auch. Die ist aber mit so vielen Teilen, ganz vielen Stalagmiten, Tieten, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Kann mir irgendein Geologe von euch da mal besser in den Kommentaren hier erklären. Auf jeden Fall, die Augen sind kaputt, merke ich gerade. Ich glaube, das war nicht so. Weiß ich nicht, ob die jetzt so waren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was ist das? Der Bilder bitte nicht, weil er weiß, was das ist, aber ich könnte mir, also sagen wir es mal so, mit ganz viel Fantasie ist das für mich ein Regenbogen, ja. Aber ein Regenbogen geht normalerweise nicht zacki, zacki und dann mit einem Knäuel. Es ist ein schöner Regenbogen mit ganz vielen Farben und vielleicht nicht nur Orangetönen. Wäre halt nice, ne, weil es ist einfach nur Orange hier gefühlt. Und eventuell auch ein Bogen, ja, so ungefähr, nicht zack, zack. Könnte man noch da unten. Zacki, zacki, dann hat man so eine Raute hier drin. Dann kann man Elytra durchfliegen. Aber auch kaum so ein Minigame draus machen. Wie auch immer, aber ja. Also wie gesagt, sieht seltsam aus. Dann haben wir hier ein paar Kometen. Teilweise sehen die ziemlich gut aus. Zum Beispiel der hier, der gefällt mir ziemlich von der Form her. Der ist ein bisschen misslungen und der da oben hat einen Unfall, glaube ich, gehabt. Weiß ich nicht, was da passiert ist. Sieht aber trotzdem cool aus. Also man erkennt trotzdem, dass es Meteoriten sind, auch wenn die ein bisschen deformierter sind von der Form. Aber daraus könnte man theoretisch zum Vulkan irgendwas hinmachen. Mal schauen, ob wir da irgendwas hinmachen. Können wir benutzen an sich ein paar. Aber ich denke mal, das war's auch wieder schon wieder von der Welt. Und ich denke mal, das war's von der Welt. Das war's vom Projekt. Bis jetzt stand Tag Nummer 10. Es kommen demnächst auch wieder Streams. Wie gesagt, ich kann euch nie genau sagen, wann ich streame. Bitte, also deswegen, bitte fragt mich nicht. Ich weiß es selber teilweise nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach Glocke aktivieren, Abo reinhauen und das Projekt gerne bewerten, Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!